kurzem den grandiosen Hochsprung-Weltrekord Ilo Gusenbauers erlebt. Naja, und die Fußballer werden es halt doch ein bisschen schwer haben, sich heute in die Gunst der Zuschauer zu spielen. Sie erkennen die Österreicher, das heißt, sie erkennen sie nicht, weil sie in ungewohnter Dress spielen, nämlich in weißer Dress in der ersten Hälfte von links nach rechts. Die Aufstellung der Schweden: 1 Hellström, 3 Christensson, 4 Nordqvist, 5 Grieb, 7 Bo Larsson, 8 Paulsson, 9 Lindmann, 10 Sandberg, 13 Hult, 14 Olsson und 15 Axelsson. 7 dieser Spieler waren beim 1:0-Sieg in Stockholm im Mai dabei. Und hier haben wir unseren Buffy Ettmeier, der ja bei Stuttgart spielt. Und Nummer 10, das ist Stering. Den Schiedsrichter kennen Sie vielleicht von Fernsehübertragungen. Das ist der DDR-Referee Rudi Glöckner, Schiedsrichter des Weltmeisterschaftsfinales von Mexiko, nämlich Brasilien gegen Italien. Ja, und hier haben wir die Aufstellung der Österreicher, wie erwartet eigentlich: 1 Rettensteiner, 2 Schmidradner, 3 Stürmberger, zugleich Kapitän, 4 Eigenstiller, 5 Bumm, 6 Starek, 7 Norbert Hof, 8 Ettmeier, jetzt geht's los, 9 Kodat, Stering 10 und Birkner 11. Gewöhnen wir uns einmal an die Nummern der Spieler und an die Gesichter. Das ist Stering. Ronny Hellström. Ronny Hellström, ein großer Tormann in vieler Beziehung. Freistoß gegen die Schweden in der ersten Minute. Und vielleicht muss der gute Ronny Hellström sich jetzt schon auszeichnen. Er galt ja vor der Weltmeisterschaft als Wunderknabe. Wer schießt den Freistoß? Der Buffy Ettmeier. Es ist seine Distanz, wenn er auch bis jetzt in Länderspiel, wir wissen es leider, noch kein Tor geschossen hat. Achtung! Schmidradner. Sven Lindmann, früher bei Rapid, einer der wenigen Ex-Profis in der Mannschaft der Schweden. Und sehr gut gemacht von unserer Nummer 5, das ist Peter Bumm. Schmidradner, Stürmberger, Kapitänsschleife am linken Ärmel. Sehr kraftvoll. Ja, was schaut raus? Immerhin Out-Einwurf für Österreich in der zweiten Minute des Fußballländerkampfes. Schweden gegen Österreich. Sven Lindmann, jetzt hat er einen Schnurrbart. Sandberg ist der Mann mit der Nummer 10, Gustl Starek, Nummer 6. Wieder Sven Lindmann, er spielt die Rolle eines offensiven Mittelfeldspielers. War das abseits? Nein, offenbar nicht. Sandberg. Sandberg ist der gefährlichste Torschütze, aber im Dribbling war er schwach. Zum Glück, den Ball hat ihm Eigenstiller abgenommen. Ja, wenn wir ehrlich sind, wir erwarten natürlich heute einen Sieg. Obwohl wir wissen, dass er uns in der Europameisterschaftsgruppe 6 kaum sehr weit weiterhelfen wird. Denn die Italiener sind ja ganz, ganz hohe Favorites. Das ist der Grazer Stering. Gustl Starek, und ist es Eckball? Nein, 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 der Ball ist über die Seitenautlinie gerollt. Das erste Spiel haben ja die Schweden bekanntlich in Stockholm im Mai 1:0 gewonnen. Torschütze war Olsson. Olsson übrigens der Vorgänger Buffy Ettmeiers bei VfB Stuttgart. Alle Österreicher mit Ausnahme Stürmbergers und Eigenstielers bei diesem Freistoß in der Hälfte der Schweden. Schmidradner, Starek und Lindmann. Jetzt haben die schwedischen Verteidiger ein bisschen die Übersicht verloren gehabt. Eigenstiller. Ja, und keiner geht an. 900.
schnell von Kodat. Karo Kodat, erster Schuss auf das Tor. Auf der Foul an Gustl Starek, Eigenstiller. Ja, Foul an Stering. Er hat den Ball herrlich mitgenommen, wurde aber von Hult gefoult. Die Distanz ist 30 Meter. Überraschend wollte der Puffi schießen. Er hat versprochen, dass er diesmal seinem ersten Länderspieltor nicht so nachlaufen wird, wie es bis jetzt getan hat. Er sagt, er wird nicht dran denken, vielleicht geht es dann. Sein Wort in Gottes Ohr. Ich korrigiere noch einmal die Zuschauerziffer, es sind 42.000 genau. Die Schweden werden ja auch in der Qualifikationsrunde für die nächste Fußballweltmeisterschaft zu unseren Gegnern zählen. Heute Vormittag fand eine Sitzung im ÖFB-Haus in Wien statt. Und die Termine wurden mit Ungarn, Malta und Schweden geklärt. Freistoß für Schweden. Nur vier Skandinavier in der Nähe unseres Tors. Sven Lindmann. Sven Lindmann ist ein großer Techniker, ein Spieler mit viel Übersicht, der bei Rapid doch nicht, offenbar nicht immer richtig eingesetzt wurde. Nein, Out-Einwurf schon für die Schweden. Es hat ja keinen Sinn, um diesen Ball herumzustreiten, der Schiedsrichter hat es einmal so entschieden. Grieb. Mit enormem Einsatz versuchen die Schweden, den Ausfall ihrer Professionals wettzumachen. Coach Obi Eriksson hatte 8 Profis angefordert aus dem Ausland. An einen hat er bekommen, eben den Routinier Axelsson von Brügge. Wie lange haben wir gespielt? Es sind 13 Minuten. Norbert Hof, Birkner. Birkner, Corner. Schmidt-Radner. Und Sven Lindmann taucht überall auf. Starek, Schmidt-Radner. Und die dichte Mauer der Schweden hat hier gehalten. Immer mein Bein dazwischen. Szenenapplaus für unsere Mannschaft. Kodat. Ja, der Sven Lindmann ist körperlich doch etwas kräftiger als unsere Kodat. Edmeier. Hof. Herrlich gemacht von Peter Pumm vorher. Der Gustl Starek zerreißt sich. Foul an Edmeier.
Olsson, der Spezialbewacher. Fünfzehnte Minute und das 1:0 für Österreich. Freistoßschütze natürlich, der Edmeier. Nach 15 Minuten steht der Länderkampf weiterhin 0:0 und Eckball. Das ist die Zeitlupenwiederholung aus besonderer Position und Sie sehen, dass Ronny Hellström den Ball gerade um den Pfosten gedreht hat. Sven Lindmann eine Drehscheibe im Spiel der Schweden, im defensiven Spiel der Schweden. Sie haben ja gesehen, dass wir Ihnen heute etwas ganz Neues bieten und hoffentlich vor dem Tor der Schweden noch öfters bieten werden, nämlich eine Zeitlupenwiederholung aus anderer Position, wie Sie es vielleicht von der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko her gewöhnt waren. Sie werden also die entscheidenden Szenen in der Zeitlupenwiederholung aus anderer Perspektive sehen. Vielleicht werden wir dann viel genauer erkennen, was wirklich los war. Grieb. Für Sandberg, aber Rettensteiner sehr aufmerksam, das heißt, so aufmerksam braucht er hier gar nicht zu sein, der Pass kam zu ungenau. Nordqvist. Nummer 4 ist Nordqvist. Und damit der gute Rettensteiner nicht ganz beschäftigungslos ist, auch einmal der Schuss, aber seien wir um Gottes Willen nicht zu überheblich. Bis jetzt machen die Österreicher zwar das Spiel, aber Tore schießen, das ist ja nicht zum ersten Mal unsere Schwäche. Kodat. Einer der berühmten Ausflüge des Peter Bumm. Stering. Und etwas zu überhudelt geschossen. Nordqvist. Alle seine Mitspieler sind recht gut gedeckt. Und so wurde er geradezu zu diesem Fehlpass provoziert. Was man von Schmidtradner nicht behaupten kann, das war einfach zu wenig Konzentration. Nummer 5 Grieb und Nummer 7 ist Larsson. Sehen wir mal zu, wie der nächste Angriff aufgebaut wird. Schmidtradner. Gustl Starik läuft sich immer frei. Sturmberger. Und wieder Starik. Sehr klug gemacht. Norbert Hof und der Gustl aus Nürnberg. Unsere Mannschaft und welche Mannschaft nicht, tut sich gegen einen defensiven Gegner natürlich sehr schwer. Das Rezept gegen einen stark defensiven Gegner ist ja bekannt, das ist nichts Neues. Schüsse aus der Distanz, Spiel über die Flügelstürmer.
bis jetzt hat das österreichische Mittelfeld nicht ganz das gehalten, was es versprochen hat. Hult und 7-6 Schweden vor unserem Tor vor Rettensteiner. Der Innsbrucker wird immer mehr zur unumstrittenen Nummer 1 unter unseren besten Torleuten, Sturmberger. Ja, in Zweikämpfen, wo es nur auf das körperliche Moment ankommt, ist Kodat natürlich nicht der Sieger. Gusl Starek. Hof. Ja, und jetzt sind alle gedeckt. Nein, der Gusl nicht. Immer wieder stellt er sich frei. Was für Birkner. Im Moment, das muss ich mir notieren, 22. Minute und da hier ist die Wiederholung, Birkner, Kopfball an die Querlatte und links hier, Sterik wartet hier und mit dem rechten Fuß, das war das Tor, unter die Latte, das Netz bauscht sich, 22. Minute, Sterik, Österreich führt gegen Schweden 1:0. Und jetzt macht unser Team, der Ilo Gusenbauer, schon ein bisschen Konkurrenz. Gott sei Dank. Und das Publikum wacht auf. Nur man braucht eben Tore, um aufzuwachen. Immer wieder ein Schwedenbein bei diesen Passes dazwischen. Out für Österreich. 1:0. Lassen Sie mich einen Blick auf die Tabelle der Europameisterschaftsgruppe 6 werfen. Österreich liegt an dritter Stelle mit 2 Punkten, das war der Sieg in Irland. Erster Stelle Italien, 7 Punkte, an zweiter Schweden 6. Das heißt, bei einem Sieg könnten wir bis auf 2 Punkte an die Schweden herankommen, blieben allerdings noch immer Dritter in unserer Gruppe. Sandberg, faul, und zwar den Fuß zu hoch gehoben. Es gibt ja eine theoretische Chance, ist allerdings wirklich nur theoretisch, dass wir noch diese Gruppe gewinnen. Voraussetzung wäre, dass wir heute die Schweden schlagen, dass wir am 10. Oktober in Linz gegen Irland gewinnen und in Italien dann die Italiener besiegen. Karl Kodat. Und ein sehr, sehr riskanter Rückpass. Grieb. Der Grieb macht es so schön langsam, dass unsere Abwehr sich formieren kann. Starek. Darüber kann man streiten. Mit dem Ellbogen hat heute ein bisschen nachgeholfen. Und die Herren aus Deutschland sind ihm sehr genau. Also Foulfreistoß nach 25 Minuten gegen Österreich. Unterschätzen wir keinen Freistoß. Wir haben schon zu viele dumme Tore bekommen. Ja, und wo war jetzt der gute Stumpel Sturmberger? Er hat zugeschaut, wie sein Gegenspieler geköpfelt hat. Und der Starik taucht überall auf. Hier ist die Wiederholung, hier ist die Wiederholung. Der Ball kommt herein und unsere Abwehr schaut zu. Zum Glück schaut der Rettensteiner nicht zu. Zweite Hälfte, Schweden jetzt von links nach rechts, Nummer 4, das ist Christensson, der Vorstopper. Ich bin neugierig, ob die Schweden, die ja in der Europameisterschaftsgruppe noch eine echte Chance haben, Sandberg war das, ob die Schweden jetzt ein bisschen mehr aufmachen werden, ob sie nicht mehr weiter so defensiv spielen werden. Ja,
Rettensteiner, soweit ich es überblicke, keine Umstellungen, nein, bei den Österreichern sicher nicht, bei den Schweden auch nicht. Lassen wir uns nicht von der Nummer 14 täuschen. Die Skandinavier sind von vornherein mit etwas unorthodoxen Nummern aufs Feld gelaufen. Sie erinnern fast ein bisschen an die Eishockeyspieler, die wir von der Weltmeisterschaft her kennen, die immer mit denselben Nummern antreten. Stering. Foul an Stering. Foul von Bo Larsson. Bo Larsson ist einer jeder beiden Spieler, die früher in Stuttgart vor Edmeier natürlich dabei waren, Larsson und Olsson. Gustl Starek. Der Nürnberger hat überraschend viel freien Raum. Vielleicht kommt es daher, dass die Skandinavier ihr Hauptaugenmerk auf Edmeier legen. Hellström jetzt mit einer Kappe, mit einer grünen Kappe gegen die tiefstehende Sonne. Axelsson. Sandberg. Sven Lindmann ist ein bisschen jetzt hängen geblieben und daher auch wahrscheinlich die Chance vertan. Ja, und offenbar spielen die Schweden jetzt doch etwas offensiver. Edmeier. Herrlicher Pass von Starek für Stering. Christensson. Und hier hat Sturmberger genug Routine gehabt, um zu erkennen, dass Rettensteiner schneller am Ball sein wird. Kodat. Foul an Kodat, über den Haufen gerannt. Das ist die Betreuerbank. Es steht 1:0 für Österreich durch ein Tor des eben ausgeschiedenen Grazers Stering in der 22. Minute der ersten Hälfte. Ja, und der Seelander fühlt sich offenbar vorne an der Angriffsspitze nicht sehr wohl. Er ist in der rechten Mittelfeldposition zu finden und vorne lauert nur mehr Sandberg. Sandberg von Art Widerberg. Österreichische Fußballer haben sich bei hautnaher Deckung noch selten sehr, sehr wohl gefühlt, aber dafür holt unser Team doch recht viel heraus. Kodat. Foul an Edmeier. Stering. Den letzten Heimsieg hier im Wiener Stadion haben wir auch in einem Ausmaß von 1:0 erlebt, nämlich das war das 1:0 gegen Frankreich. Und wenn Sie sich richtig erinnern, so bauten die Franzosen damals auch eine Menschenmauer vor ihrem Tor aus und unser Team tat sich eben sehr schwer, diese Mauer zu durchbrechen, trotz spielerischer Überlegenheit. Aber offenbar wird es heutzutage eben manchmal sogar leichter, auswärts Erfolge zu haben, als zu Hause, wo der Gegner mauert. Sandberg vorne fast auf sich allein gestellt. Axelsson. Ja, hier ist Seelander zum ersten Mal am Ball. Kodat.
und der Pass zu Hickersberger. Nein, kein Corner, Torabstoß. Stastny hat zwangsläufig umgestellt, das heißt, er hat die Positionen geändert. Kodat, wie auch beim 4:1 gegen Irland in Dublin, jetzt auf der linken Seite und Hickersberger rechts. Und ein weiterer Österreicher wärmt auf, Sie können es noch nicht sehen. Ja, da haben wir schon Jagodic. Hickersberger, Foul an Hof, nein, der Schiedsrichter hat erst den zweiten Regelverstoß geahndet. Aber warum soll der Herr Glöckner gerade unfehlbar sein? Wir sind es ja auch nicht. Grieb. Nein, Rettensteiner, hat er den Ball noch berührt? Nein, Torabstoß. Ja, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass der Teamchef Jagodic im Mittelfeld einsetzt. Jagodic hat oft einen recht kontrollierten Schuss und diese gezielten Schüsse aus der zweiten Welle gegen die harte Abwehr der Schweden fehlten bis jetzt. Jagodic hat bei Rapid schon etliche Tore durch Weitschüsse aus der zweiten Linie erzielt. Christensson. Ich vermute, dass Jagodic statt Ettmeier kommen wird. Das heißt, wozu Rätselraten, Jagodic ist schon auf dem Wege ins Feld. Das Spiel ist aber nicht unterbrochen. Er geht wieder hinaus. Und Seelander hat sich gleich mit einem ganz schönen Kopfstoß vorgestellt. Ettmeier vielleicht eine seiner letzten Aktionen in diesem Spiel. Hickersberger. Und Hof ist völlig richtig in den freien linken Raum gelaufen. Birkner. Ja, jetzt der Austausch. Alle Österreicher schauen Jagodic an. Ja, tatsächlich, Ettmeier verlässt das Spielfeld. Nach 20 Minuten der zweiten Hälfte. Sokupil schon auf der Leichtathletikbahn, auf dem Wege zum Rasen. Der Linienrichter zeigt den Austausch an. Und bevor der Freistoß gegen Schweden abgeschossen wird, verlässt Sandberg, jawohl, es ist Sandberg, das Spielfeld. Sandberg hatte absolute Sturmspitze gespielt bis jetzt. Noch 20 Minuten im Länderkampf gegen Schweden und hier haben wir auch den Austausch. Zockbühl, so schreibt er sich.
Norbert Hof. Völlig frei steht Jagodic, hat auch schon den Ball. Ihm schenken die Schweden offenbar nicht solches Augenmerk wie Ettmeier. Sie sehen, wie jeder skandinavische Verteidiger sofort attackiert, dass nach Ballannahme kaum Zeit bleibt. Abgefälschter Ball, Schuss von Hickersberger und Corner natürlich. Schmidt-Radner. Herrlich von Starek. Und ebenso schön Ronny Hellström mit der Faust. Die Wiederholung. Indirekter Freistoß, wahrscheinlich wegen kritisierend. Schiedsrichter muss offenbar gar nicht Schwedisch verstehen, um die Absicht zu erkennen. Die Fußballsprache ist doch international, vielleicht sogar in Schimpfworten. Norbert Hof sucht einen freistehenden Mitspieler. Hickersberger. Sven Lindmann. Foul von Schmidt-Radner an Lindmann. Noch 17 Minuten und in den letzten Spielphasen ist das Spiel der österreichischen Mannschaft doch etwas zerfallen. Foul von Sturmberger. Und der Schiedsrichter zeigte die berühmte gelbe Karte. Eine internationale Sprache der Schiedsrichter, das heißt Verwarnung, eine rote Karte würde den Ausschluss bedeuten. Eine sehr unangenehme Distanz, auch für den Tormann, wie wir aus dieser Perspektive sehen. Seine Sicht ist durch die Mauer getrübt. Die Mauer war gut gestanden. Und Rettensteiner hatte das offene Eck gedeckt. Und wir werden sehen hier in der Wiederholung, wie er den Schuss von Bo Larsson pariert. Die Mauer wird geöffnet. Und Rettensteiner. Pum. Ja, das Spiel unserer Mannschaft hat etwas an Linie verloren. Da ist Przokupil. Also eine Viertelstunde noch im Länderspiel Österreich gegen Schweden. 1:0 durch Stering. Wobei, wie wir uns erinnern können, 2:0, 3:0 durchaus möglich gewesen wäre. Und auch ein 1:1, als Olsson in der ersten Hälfte den Pfosten traf. Ja, und den Österreichern wird keine Zeit zur Ballannahme gelassen. Das Spiel wird nicht schön dadurch, aber es ist doch für die verteidigende Mannschaft erfolgreich.
Publikum versucht noch einmal die Mannschaft zu besseren Leistungen aufzustacheln mit dem Beifall zur berühmten Rapid-Viertelstunde, Jagodic und Schmidradner. Schlussoffensive. Jagodic, Hickesberger. Fast hat es den Anschein, als geben sich beide Mannschaften mit diesem Resultat zufrieden. Grieb. Und eigentlich ist diese Panik, die manchmal in unserer Abwehr herrscht, überhaupt nicht notwendig. Unsere Mannschaft hätte sicher die spielerische Möglichkeit, um das Match im Mittelfeld schon zu beherrschen. Kodat wird scharf gedeckt und das behagt ihm wohl am wenigsten. Sicher, wir haben schon herrlichere Länderspiele gesehen, aber freuen wir uns doch endlich, dass wir wieder zu Hause gewinnen. Die Bilanz der letzten Spiele, wenn es beim 1:0 bleibt, ist gar nicht so schlecht. 4:1 in Dublin gegen Irland, 1:1 in Sao Paulo gegen Brasilien und heute hoffentlich 1:0 gegen Schweden. Przokupil. Ja, und warum lässt sich unsere Mannschaft eigentlich jetzt so in die Defensive drängen? Thomas Antrich ist das vorne. Starek. Starek hat die Übersicht, den Ball zu halten und ihn nicht planlos wegzudreschen. Pirkner. Kodat. Und das war eine echte Chance. Karol Kodat mit dem linken Fuß am Kreuzeck vorbei. Der Obi Eriksson scheint auch nicht sehr zuversichtlich zu sein. Wie lange geht es noch? 11 Minuten, ja. 11 Minuten und wir führen 1:0. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen Ruhe in die Mannschaft eingekehrt. Fast schon zu viel Ruhe, fast zu phlegmatisch. Jagodic, ungenau im Abspiel, herrlich für den schwedischen Verteidiger einzugreifen. Christensson war das. Und jetzt ein bisschen mehr Druck. Hof. Aber erinnern Sie sich, im Mai in Stockholm hat die österreichische Mannschaft bestimmt besser gespielt und hat verloren. Also unter uns gesagt, wahrscheinlich ist uns das 1:0 mit einem nicht so überragenden Spiel doch lieber als eine glänzende Vorstellung und eine Niederlage. Sturmberger. Foul von Olsson an Sturmberger. Peter Pumm ist jetzt sehr, sehr offensiv. Auch Schmidradner. Ja, aber da schleichen sich immer Dribblings ein, die gar nicht notwendig wären. Man könnte den Ball wesentlich früher und genauer abgeben.
Hickersberger ist offenbar auch verletzt. Er greift sich an den Oberschenkel. Es sieht aus wie eine leichte Zerrung, rechter Oberschenkel. Sven Lindmann. Ja, und Flender läuft auch schon zum Spielfeldrand. Jetzt hätten wir keine Gelegenheit mehr, jemanden auszutauschen. Rozokupil. Hult. Voll ein Eigenstiller, Freistoß für Österreich. Naja, Hickersberger kommt schon zur Outlinie. Und Stastny benutzt gleich die Gelegenheit, um eine Anweisung ins Feld mitzugeben. Axelsson. Kodak. Nur Pirtnes vorne. Und das war wahrscheinlich die schlechteste aller Möglichkeiten. Stastny hat bei diesem Fehlpass Kodak die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und das Match der Österreicher ist jetzt im Augenblick wirklich kein echtes Vergnügen. Selander. Ich verstehe nicht ganz, warum unsere Mannschaft sich das Spiel jetzt in den Schlussminuten so aus der Hand nehmen lässt. Noch 7 Minuten. 7 Minuten bis zu einem möglichen 1:0 Sieg über Schweden. Pirkner. Rechts kommt Schmidt-Radner mit, jawohl. Und jetzt ein Schuss endlich einmal. Der Jagodic hat sich nicht getraut, hat zum Starre gegeben, der den Hacken zu viel gemacht. Und natürlich schon wieder hat die schwedische Abwehr gewonnen. Also manchmal führen unsere Spieler vor dem gegnerischen Strafraum direkt ein Musterbeispiel auf, wie man gegen eine Betonabwehr nicht spielen soll. Axelsson war das. Hickersberger wurde mit einem Strumpf über dem rechten Oberschenkel verarztet. Das war ganz klares Foul von Christensson. Noch 5 Minuten und ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, dass unsere Fußballer nicht imstande waren, der Elo Gusenbauer ihre Popularität abzulaufen. Hier Kodat. Ja, herrlich. Aber hohe Bälle in den Strafraum kommen neben einer Abwehr durchaus entgegen. Brzokubil. Jagodic ist ja auch nicht der Typ des Spielers, der die Linie einer Begegnung noch verfeinern kann, wenn man so nennen will. Und auch die Schüsse, die Weitschüsse, die Stastny von ihm erhofft hat, sind bis jetzt ausgeblieben. Sven Lindmann.
Pfiffe von den Rängen. Noch 3 bis 4 Minuten. Unsere Mannschaft hat sich nur zeitweise mit dem harten, konsequenten Abwehrspiel der Schweden abfinden können. Später ließ sich die Mannschaft völlig aus dem Konzept bringen, und zwar völlig unnötigerweise, da sie im Mittelfeld Spieler von Extraklasse besitzt. Der verletzte Hickersberger, also im Finish mit nur 10 fitten Spielern. Gustl Starek war einer der besten Spieler unserer Mannschaft. Er hat besonders viel Platz vorgefunden, weil die Schweden sich auf Ettmeier konzentriert hatten. Und ich glaube, dass es jetzt in den allerletzten Minuten ganz richtig ist, den Ball in der Mannschaft zu halten. Jetzt in den letzten Phasen geht es doch nicht darum, ein zweites Tor zu schießen, sondern den 1:0 Sieg über die Runden zu bringen. Und einer routinierten Mannschaft, wie es unsere zweifellos schon ist, dürfte jetzt im letzten Augenblick doch nichts mehr passieren. Sturmberger rückt auf und er gibt dem Balschanis Gelegenheit, den Ball von sehr weit zu holen, und seinen eigenen Mitspielern gibt er Verschnaufpause, die sie wahrscheinlich schon notwendig haben. Noch 1 bis 2 Minuten im Länderspiel Schweden gegen Österreich. Das einzige Tor schoss Stering in der 22. Minute nach einem Lattenköpfler Birkners. Glück für die Schweden, als Österreich noch einige recht gute Chancen vergab. Glück für Österreich, als Olsson in der ersten Hälfte den Pfosten traf. Das ist Birkner. Hickersberger, Starek. Haben Sie gesehen, wie rücksichtslos Christensen hineinmarschiert ist? Nein, 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 der Linienrichter hatte die Fahne oben. Freistoß gegen Österreich. Machen wir rasch einen Blick auf die Tabelle der Gruppe 3, in der bekanntlich Italien, Schweden, Österreich und Irland spielen. Hier die Wiederholung noch. Hellström angeschossen, aber vom Schiedsrichter schon vorher abgepfiffen. Ja, schauen wir die Tabelle an. Italien nach diesem Spiel weiter mit 7, natürlich mit 7 Punkten an der Spitze. Schweden an der zweiten Stelle mit 6 Punkten aus 5 Spielen. Und Österreich mit 4 Punkten an dritter Stelle, Gott sei Dank. Noch eine Minute. Oder ist da schon der Schlusspfiff? Ja, etwas früh, aber wir können dankbar sein, dass Herr Glöckner früher abgepfiffen hat. Meine Damen und Herren, Österreich schlägt im Wiener Praterstadion in einem Europameisterschaftsspiel der Gruppe 6 Schweden 1:0. Es war die Revanche für die 0:1 Niederlage vom Mai in Stockholm. Das Tor zu diesem Sieg in einem nicht überragenden Spiel schoss der Grazer Stering in der 22. Minute. Guten Abend, meine Damen und Herren.